Ja, was sind das für Zeiten, wo kaum noch irgendwas Bestand hat, was vor 30 Jahren noch Bestand hat? Das ist normal, klar. Auch morgen hat nicht mehr Bestand, was heute Bestand hat. Aber wenn wir mal überlegen, als wir damals aus der Schule rauskamen oder auf den Schulabschluss hingearbeitet haben, wenn man das Arbeit nennen kann, was wir da zu Schulzeiten gemacht haben, waren noch ganz andere Voraussetzungen da. Das heißt also auch damals, erinnere ich mich daran, gab es überhaupt kein Denken daran, dass ich möglicherweise mal ohne Arbeit sein könnte. Ich hatte meine Schule fertig, habe danach dann überlegt, was ich mache. Damals war noch Wehrpflicht, also habe ich Zivildienst gemacht. Stimmt gar nicht. Ich habe nach der Schule erstmal mein duales Studium absolviert und danach, weil ich ja noch relativ jung war, habe ich meinen Zivildienst abgeleistet. Aber es war insgesamt, wie gesagt, überhaupt kein Denken daran, dass ich irgendwann mal ohne Arbeit sein kann. Nenn es naiv, nenn es einfach eine andere Zeit. Ich war damals ja nun auch politisch nicht so sehr interessiert, wie ich heute schon eher mal nicht nur Nachrichten schaue, sondern mich schon auf dem Laufenden halte, was gerade läuft oder nicht läuft. Und ja, das hat sich heute ja krass geändert. Und ich bin jetzt nicht so tief in den einzelnen Generationen drin mit X, Y, Z, was auch immer, welche Generation jetzt gerade genau ausmacht. Was sich ja aber auf jeden Fall verändert hat aktuell, ist, dass es keine jahrzehntelange Sicherheiten mehr gibt. Also dass es keinen Job auf Lebenszeit gibt, vielleicht in Behörden, aber selbst da tut sich ja einiges. Also sich zu verbeamten auf Lebenszeit oder verbeamten zu lassen auf Lebenszeit. Das ist eine Sache vielleicht noch, aber ansonsten ist es schon sehr viel rarer geworden, wo damals Versicherungen und Banken somit die sichersten Jobs gewesen zu sein schienen. Heute kaum noch Banken mit Servicekräften vor Ort, also wo man hingehen kann, weil einfach der Bedarf danach nicht mehr da ist. Und das ist etwas, das war damals noch nicht vorstellbar, finde ich, weil waren wir schon in der Digitalisierung? Nee. Ich habe meine erste Semesterarbeit am Rechner mal geschrieben mit meinem damaligen Schwager ins B. Der hat mir da sehr geholfen, überhaupt in Windows oder in Word und Excel mal reinzuschnuppern, wo ich aus der Schulzeit in unserem Sprachlabor ja überhaupt keinen Schimmer von hatten, wo wir mit jeweils 10 bis 15 Schülern, Schülerinnen um einen Dinosaurierrechner, die damals schon alt waren, rumgesessen haben. Und so habe ich dann irgendwie am Rechner oder ausgedienten Rechner meines Vaters die ersten Dateien reingeklöppelt. Ich musste eine Arbeit schreiben über Konzerne. Ich hatte gar keine Vorstellung davon damals, obwohl ich im Studium war, was ein Konzern ist. Also wie sich ein Konzern zusammensetzt oder was dafür die Voraussetzungen sind, dass ein Konzern genannt werden darf. Darüber musste ich also eine Semesterarbeit schreiben. Ansonsten war damals noch nichts mit, ich habe 91 bis 94 studiert. Da gab es noch keine Handys, also gab es damals schon wahrscheinlich die großen für eine ganz bestimmte Klientel. Als Alexandra und ich uns kennengelernt haben, Ende 97, weiß ich, also kurz danach hatte ich dann, oder ich weiß nicht, da schon, nee, da hatte ich noch nicht, aber kurz danach hatte ich irgendwie, Alexandra hatte schon ein Mobiltelefon, ich noch nicht. Damals hatten wir Telefonrechnungen, da hat eine Minute 1,87 Mark gekostet. Das habe ich noch relativ auf dem Schirm, weil wir hatten Telefonrechnungen zu D-Mark-Zeiten von über 1.000 Mark. Mag man sich heute nicht mehr vorstellen. Zum Glück mag man sich das heute nicht mehr vorstellen. Aber das, was damals die Telefonrechnung war, scheint jetzt gerade die Gas- oder Stromrechnung zu sein oder zu werden. Also auch da gibt es eine Verlagerung, eine Verschiebung. Und damals haben sich andere eine goldene Nase verdient als heute an Gas und Strom. Und das kann nicht alleine nur an den Auswirkungen des Krieges liegen, weil ansonsten wäre es nicht möglich, wie gestern gesagt, dass bestimmte Konzerne dreistellige Milliardengewinne machen.
und Steigerungen im dreistelligen Milliardenbereich bei den Gewinnen. Zur Erinnerung, eine Milliarde sind 1.000 Millionen. Und das ist alleine eine Milliarde, ist eine unvorstellbar hohe Zahl. Daher immer für mich auch schwer greifbar, wie in der Politik gerade mit Milliarden jongliert wird, mit Milliarden Steuergeldern. Und ich habe es vielleicht schon mal gesagt, aber ich weiß, in welcher Größenordnung wir Umsatz machen, in welcher Größenordnung wir Steuern zahlen, wie viele Unternehmen unserer Größenordnung es braucht, um überhaupt auf eine Million, weiß ich nicht, sind jetzt nicht so viele, aber auf eine Milliarde zu kommen, sind das etliche Firmen wie wir, die einfach sehr viel arbeiten dafür, um an diesem Standort bleiben zu können in Deutschland, weil wir gerne hier sind, weil es auch einfach viele Vorzüge für uns gibt, nach wie vor in diesem Land. Aber es ist trotzdem auch krass, dass es nicht reicht, dass wir Steuern zahlen. Nein, jetzt wir zahlen noch einen Solidaritätszuschlag, jetzt kommt eine Gasumlage und. Wir zahlen natürlich dann ja auch die höheren Gaspreise, die höheren Strompreise. Auch das geht ja von einem Einkommen dann ab. Also es ist ja nicht, dass wir dafür mehr Geld zur Verfügung haben. Und wir müssen haushalten mit dem, was wir einnehmen, mit dem, was wir verdienen. Das ist eine Summe, mit der müssen wir gucken, was können wir uns und was wollen wir uns davon noch leisten über das tägliche Leben. Ja, wir leben gut, keine Frage, wir leben einen hohen Standard, aber dafür zahlen wir auch überall mehr. Und das ist eine Debatte, die natürlich auch wieder auf einem anderen Blatt steht. Was würde denn passieren, wenn alle, die jetzt höhere Lebenshaltungskosten haben, nicht mehr bereit sind, die zu bezahlen, sondern sich in eine Mietswohnung, nicht, also sich verkleinern, um einfach die Kosten zu drücken. Auch da wäre ein Verdrängungsmarkt in Gang, der dann wiederum die mit niedrigen und mittleren Einkommen, der es noch schwieriger machen würde. Das heißt also, die Mieten werden in der nächsten Zeit, und da bin ich jetzt kein Prophet, werden auf jeden Fall deutlich steigen, deutlich anziehen, weil die Nachfrage nach kleineren, mittelgroßen Wohnungen wird explodieren. Zudem, dass da ja eh schon Mangel herrscht auf dem Feld, wird es zwangsweise, ich glaube, es werden viele Leute ihre Häuser verkaufen müssen und es werden viele, die jetzt in größeren Wohnungen oder in Häusern leben, zur Miete, die werden auch sich sehr gut überlegen oder überlegen müssen, ob sie sich nicht verkleinern. Also das liegt auf der Hand, über sowas wird gar nicht, also ich jetzt keinerlei Debatte oder Diskussion gehört. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Das weiß ich im Moment gerade nicht mehr so gut. Wo sind wir da gelandet? Ach so, bei der Schule, Digitalisierung und wie sich die Zeit verändert hat und wie sich die Vorzeichen der Zeit verändert haben im Vergleich zu vor 30 Jahren, also über 30 Jahren, als ich mit der Schule fertig geworden bin. Also 91 bin ich von der Schule abgegangen mit Abitur, was ja nun auch mittlerweile schon 31 Jahre sind. Genau, und heute hat sich so viel, oder insgesamt jetzt in der Zeit, hat sich so viel getan und verändert, dass es überhaupt nicht mehr vorstellbar ist, was damals normal gewesen ist und dass es nicht mehr vorstellbar ist, heute sein Leben in einer Firma zu planen, sondern es ist eher gang und gäbe, auch nach eigenen Wünschen oder nach eigenen Vorteilen die Jobs zu wechseln, wie die Fußballprofis. Das war ein ganz schön, nicht, von Höchstchen auf Stöckchen, von hier hin nach da. Aber was soll ich machen? Die Gedanken sind frei und auch meine Gedanken sind frei und manchmal sprudeln meine Gedanken einfach ein bisschen. Ich bin jetzt im Büro und ich wünsche dir einen schönen, intensiven und inspirierten Tag. Und hoffentlich hat dich das ja auch zum Nachdenken anregen können, mein Video. Ich freue mich natürlich über dein Like, ich freue mich über dein Follow. Und wenn du das teilst, wenn dir Beiträge von mir gefallen. Aber alles in allem freue ich mich darüber, dass du hier dabei bist und wenn du bis zum Ende dabei geblieben bist. Hab einen schönen Tag, herzliche Herzkanalgrüße aus Köln. Das war Armin. Mach's gut. Tschüss.